So, meine lieben Freunde, wir befinden uns in der nächsten Folge. Ich habe mal ganz kurz reingelunzt. Also das mit dem 1, 2, das hier scheint wohl richtig zu sein. Das Einzige ist, wir müssen in den Frühling wechseln. Und jetzt drehen. Ja gut. Und jetzt drehen. Das klang irgendwie einfacher, eh das. Das, das. Ah. Also eigentlich müsste das jetzt aufgehen, das Schloss. Ja gut. Eigentlich müsste das im Frühling funktionieren. Achso, wir sind auch im Sommer. Ich glaube, ich schlumpf. So. Vielleicht das nochmal raus, nochmal rein. Ja gut. Anscheinend bewegt sich das trotzdem nicht. Ich lese jetzt mal ganz kurz vor, was hier steht. Untersuche die Bücher, um eins zu finden, das die Zahlen der Ether-Sprache zeigt. Und die große Box, das Rätsel, lässt sich mit der Fibonacci-Folge 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 lösen. Du wechselst zum Frühling und drehe am Hebel. So. Problem ist, ich kann aber ja nicht den Hebel bewegen. Das ist jetzt Sommer. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen. Was liest du? Handel von zwei Hasen, die Abendessen machen und dann kamen drei von ihren Freunden vorbei. Dann waren es also fünf Hasen. Wow. Okay. Zwei, drei, fünf. Das ist auf jeden Fall schon mal der Anfang von der Fibonacci-Folge. Okay, was für ein schönes Buch. Ja, wir lassen dich weiterlesen. Und du bist immer noch mit. So, was tust du da? Das hatten wir auch schon gehabt. Gut, ich muss los. Ich bin aber echt gerade sehr verzweifelt. Ich muss erst das Schloss öffnen. Das Interessante ist ja, wir haben dieses Schloss schon geöffnet. So, einfach mal hier. So. Jetzt wechsle ich einfach nochmal die Jahreszeiten. So. Und jetzt machen wir das nochmal. So. 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 Und so. Und jetzt am Hebel drehen. Aber der Hebel bewegt sich nicht. Ich habe jetzt wirklich ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Weil das ganz genau das ist, was wir eigentlich machen müssen. Natürlich nicht. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend nicht viel. Ich habe jetzt echt ein kleines Problem. Ich komme hier gerade jetzt einfach nicht weiter. Ich muss erst das Schloss öffnen, aber wir öffnen. Also, das ist ja die richtige Reihenfolge. Also, ich habe hier nebenbei gerade mal die Lösung offen für das Rätsel hier. Das ist die richtige Reihenfolge. Aber der Hebel lässt sich hier bei uns einfach nicht öffnen. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie. Das ist gerade ein bisschen blöd. Nicht nur ein bisschen, das ist ziemlich blöd. Weil wir so ja jetzt nicht weiterkommen. So, das ist haargenau die richtige Reihenfolge. So, rote Blume, das Ganze davor haben wir schon gemacht. Aber wir kommen hier halt einfach nicht weiter.
Das ist jetzt sehr mysteriös. Sehr mysteriös. So. Wie zum Teufel? Wir haben auch noch das Buch und ich habe keine Ahnung, wo wir das Buch her haben. Ah, da kommt wieder einfach Lukas. Bitte hier lang. Da nach oben. Wir brauchen bitte Winter. Kann ich dem vielleicht das Buch wiedergeben? Wie gesagt, ich habe die Lösung jetzt wieder zugemacht. Hatte ich nur für dieses eine Rätsel. Benutzen. Das sind Buchstaben, die klingen komisch. Ja gut, wir können aber leider nicht das Buch hier weitergeben. Können wir das ihm geben? Da hast du es schon gefunden. Du musst es in der Bibliothek suchen. Gib mir das Buch. Ich. Eieieiei. Wie zum Teufel sollen wir denn jetzt hier weiterkommen? So, da schläft jetzt wohl, ne? Da ist jetzt hier. Ja, der ist jetzt hier im ewigen Schlaf. Da hat er seine Frau wieder. Haben wir hier drüben noch irgendwas? Nee, nicht hier. Hier unten. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, weil ich gerade einfach nicht weiterkomme. Hä? Was ist das? Ist das hier schon immer? Scheinbar ja. Aber ich kann jetzt hier auch leider gar nichts machen. Okay, hier ist gerade niemand. Ach, das ist her. Okay. Der Uhrenmacher. So, und hier ist jetzt dieses. Ach nee. Ist der Schmied. Hier war das okay. Trotzdem komme ich hier einfach nicht weiter. Das empfinde ich gerade als sehr verzweifelt. Ich bin sehr verzweifelt gerade. Ich hier gerade einfach nicht weiterkomme. Hast du irgendwas zu sagen? Nee. Kann. Ja, es ist ja immer noch drin. Toll. Der Hebel bewegt sich nicht. Warum? Warum, warum, warum? So, hier ist auch keiner da. Der ist wohl ganz jährisch ausgeflogen. Nicht schlecht. So, haben wir hier irgendwie. Hier ändert sich scheinbar auch rein gar nichts. Wie zum Teufel komme ich jetzt an dieses bescheuerte Buch? So, zum. Das ist auch nur eine Karte, die mir aber leider gar nichts zeigt. Ach, Freunde, ach, Freunde. So. So, ich habe echt ein Problem. Ich komme hier einfach nicht weiter. Ich werde jetzt einfach mal den hier machen. Und einfach nochmal neu anfangen.
zweifle nur, dass mir das jetzt irgendwas nützt. Aber wir können es ja mal probieren. Vielleicht hat es geholfen. Ich weiß es nicht. So. Ich kann gleich mal in den Herbst gehen. Ja, Bren, rein mit dir. So, wir gehen rein. Machen gleich mal hier. Die Lösung ist immer noch drin, schön. Wir sollen in den Frühling wechseln. Wenn alle raus sind und sollen hier jetzt den Hebel drehen. Wir müssen erst das bescheuerte Schloss öffnen. Das Problem ist, wir haben genau den gleichen Code, den wir hier eingeben müssen, in das Schloss. Und ich tue es hier alles wieder raus. So. Gehe ich hier wieder raus. Mach wieder auf Winter. Geh hier rein. Schau mir das Ding an. Okay, jetzt ist hier alles drin. Das heißt, ich mache hier die 1 rein. Die 2 rein. Dann hier die 5. 5. Das. Und das. So, wechsel auf Frühling. Und dreh den Hebel. Aber scheinbar... Ach. Warum? So viele Bücher, aber keines funktioniert. Warum nicht? Oh, ich glaube, Freunde. Oh, oh, wie kann man nur so blind sein? Mm, oh Gott, das. Oh, oh Mann. Ah, wie kann man nur so blöd sein, wirklich? Vor allem das Lustige ist, ich hatte ja schon die Lösung nebenan. Und er ist super grippy. Warum ist er so? Okay, wir nehmen das einfach mal an. Dankeschön. Entschuldigung, ich brauche das Buch. Oh Gott, das... Wie zum Teufel kann man nur so blind sein? So, wir können es... Doch, wir können es aufmachen. Wir können aber nichts lesen. Aber vielleicht... Vielleicht finden wir hier was durch... Ivalokas, wie die Hände sein müssen. Wir können das leider alles nicht lesen. So was Blödes. Wirklich so was... Oh. Ich will ja nicht sagen, dass mich das gerade tierisch nervt. Aber es nervt mich gerade tierisch. So, so, nach oben bitte. Eieieiei, na gut. Ich wollte eigentlich schon das Let's Play in die Länge ziehen. Er hat mich ertappt. So, benutzen mit ihm hier. So, hier ist ihr Buch. Es war in der Musikbox, ich habe die Puppe gesehen. Ja, das ist Edward Schloss. Das klingt nach Spaß. Danke für das Buch. Jetzt erinnere ich mich an viele Dinge. Viele, viele Dinge. Und was jetzt? Es sind noch zwei Dinge auf dem Stern. Ja, Fisch im Wasser. Frisch, Fisch. Frei schwimmender Fisch. Geh zurück, kleiner Fisch. Geh nach Hause. Na. Wow, sie haben den Fisch aufgeweckt. Ja, weil ich mich erinnert habe, wie es geht. Ist es nicht wunderschön? Ja, es ist magisch. Können Sie das auch mit anderen Wesen machen? Wie Menschen? Natürlich, aber nur wenn die Umstände gut sind. Aber die Umstände sind oft nicht positiv. Ich verstehe. Also, wir müssen die fehlenden Steine finden, ja? Der Fisch hat mir gesagt, dass meine Schuhe an den Füßen eines tollen Tänzers sind.
Weißt du, wo der Tänzer sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Der Tänzer, der wird bestimmt in dem Club sein. Eines tollen Tänzers. Noch ein super tolles Rätsel. An den Füßen eines tollen Tänzers. Ein toller Tänzer wird bestimmt in einem Club sein. Ja, da steht was Wichtiges drauf. Ich brauche ein Ticket, um reinzukommen. Ja gut, hilft mir nicht weiter. Muss doch irgendwie geben, dass ich hier reinkomme. Ist auch noch im Herbst? Hallo nochmal, hast du dein besonderes Ticket gefunden? Die Show fängt gleich an. Ein besonderes Ticket, wie finde ich? Ein besonderes Ticket. Kann ich nicht irgendwie aus... Ah. Juhu, ein weiteres Rätsel. Love it. So. Ist die Frage, wie komme ich an ein Ticket? Vielleicht hier? Vielleicht verkauft der Tickets? Viel Spaß. Da geht Friendly Touristin. Nur leider bringt mich das nicht weiter. Wie sie guckt, voll glücklich. Kann mir nicht irgendjemand so ein bescheuertes Ticket geben? Guten Tag. Guten Tag, kleines Wesen. Ich habe fliegende Boote gesehen. Wie funktionieren die? Stell dir vor, sie würden schwimmen. Aber statt auf dem Wasser in der Luft. Ganz einfach. Und könnte ich mir wohl eines deiner Boote ausleihen und wegfliegen? Leider funktionieren diese Boote nur in Eterstia. Oder nur bei Eterstianern. Okay. Wie? Warte. So vielleicht? Ein abgenutztes Ticket. Da steht ja schon. Untersuchung. Käferkiller. Aber die Schrift ist fast weg. Das ist gut. Wenn die Schrift fast weg ist, warum kann ich das nicht damit kombinieren? Warum? Warum funktioniert das nicht? Na. Ich bin überhaupt nicht verzweifelt. Nein, überhaupt nicht. Ach Mann. Ich habe doch hier so ein cooles abgenutztes Ticket. Warum komme ich nicht da rein? Und der begnadete Tänzer wird doch definitiv hier drin sein. Wo bekommen wir die Schuhe des Tänzers? Gehen wir in die Bar und schauen uns die Show, ob die Show schon angefangen hat. Das Problem ist, wir kommen hier ja nicht rein. Was ist das? Wow. Du musst stehlen. Wir leihen es uns nur, Kätzchen. Okay. Tschüss. Ach, wie cool bist du wie die Katze. Das ist toll, ein Klavier, das von alleine spielt. Oh. Okay, wir können auch hier wieder die Sachen... Ach, wie cool ist das denn? So, wir brauchen ein Ticket. Sehen wir irgendwo ein Ticket? Da liegt ein Ticket, glaube ich. Ich sehe ein Ticket. Da kann ich nicht gerade nicht nehmen. Hallo, kann ich mir bitte dein Ticket ausleihen? Mein Ticket ist verschwunden. Oh nein, ich benutze es als Untersetzer. Ah, die Lise Limonade ist sehr gut.
Aber warum? Du hast einen Tisch, auf den du das Glas stellen kannst. Mir gefällt das Geräusch nicht, dass das Glas auf dem Tisch macht. Ich trinke sie, weil sie sehr erfrischend ist. Nun, wenn du mich entschuldigst, ich möchte sehr Musik hören. So, natürlich möchte er Musik hören, aber vielleicht können wir es so benutzen? Es wird benutzt. Vielleicht kann ich das hier fix austauschen, wenn er es hochhebt. Ich bin sicher, ich bin cleverer. Okay. Scheinbar sind wir cleverer. Das ist der Barkeeper, er arbeitet. Und da sind die Schuhe, die wir, glaube ich, brauchen. Wenn ich Herbst mache. Wir brauchen diese bescheuerten Schuhe. Bap, 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 bap. Ja. Und tschüss. Guck mal, Friend, ich habe das Ticket. Sehr, sehr cool. Ich fasse es nicht. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal in die Bar mit der guten Friend. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.